Willkommen zurück bei Transformata mit frisch gestartetem Rechner und im Kampf gegen so einen Erdbeber. Hoffen wir mal auf das Beste, dass es nicht wieder rumspackt jetzt. Ich spacke aber rum und werde getroffen von so einer Ziege. Oh, sie kämpft mir den Rücken zu, das ist die Chance. Jetzt wird geschlagen. Wow, wow, wow. Das ist echt eine Distanz, die er da hat. Oh, krass. Da können wir wirklich zu lang. Und sie kann es gut heilen, zweimal. Yep, gut, gut, gut. Ich überlege mir gerade, ob jetzt vielleicht doch... oh mein Gott! Ob vielleicht doch Frederik der bessere Heiler ist. Weil er kann ja... ist er der, der zulangt und dann auch mal noch mit den selbst erarbeiteten Sternen heilt. Ah, schieß doch! Warum machst du den Nahkampfangriff, du kleiner Säckel? Testen wir gleich nochmal, Frederik als Heiler. Blocken versaut. So, mal einen Schattenangriff auschecken. Der sieht genau aus wie der Sunslash. Ganz genau gleich. Von der Animation her. Nur halt dunkel am Ende. Machen wir mal hier einen Tausch. Frederik raus für Polka. Umgekehrt. Immer den Windrädern nach. Richtung Regenbogen. Boah, ein Speicherpunkt. Was für ein Luxus. Den nehmen wir doch gleich mal wahr. Speichern. Plöpp. Danke, danke, danke. Speichern ist eine super Sache. Dann ist ein Haus. Und? Kommt da eine Cutscene? Scheint so. Look up ahead, everyone. There's someone there. Get back! I won't let you lay a finger on my goats! You'll have to get through me first. We have to help that woman. All right, let's go. Okay, ich habe jetzt einen neuen Charakter dabei, Viola. Einfach aus dem Nichts. Und was immer das auch ist, fliegt rum. Es ist Spiritus. Und es macht Feuerzauber. Oh, ich muss mich kratzen. An meinem Kopf. Okay, was kann sie? Okay. Oh, was? Hat die eben 2000 Schaden gemacht? Mit einem normalen Angriff? Habe ich denn richtig gesehen? What the fuck? Aber warum haben sie mir gerade meine Heile rausgestellt? Na toll. Das möchte ich nochmal wissen. Hat die. Jetzt macht es nur noch 300. Okay, das scheint ein Nahkampfangriff zu sein. War sinnfrei. Egal, machen wir halt einen Mega-Himmelsteiler. Vielleicht ist es hier auch wie bei Beat, dass sie weiter wegstehen muss für mehr Schaden. Aber die halten echt mehr aus, als ich dachte. Was? Mal testen. Ja, die macht doch recht viel Schaden. Heilen und dann drauf. Oh, die stehen immer noch. Oh ja, komm. Verfluchter. Was kann ihr heiliger Pfeil?
Wow, die macht auch ganz gut Schaden, würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir mal den da oben, der ist geschwächt und dann hört doch auf zu heilen, hoffentlich. Okay, es waren anscheinend Bosse, weil die platzen so abgefahren. Dann heißt es für dich auch was. Good night, mein Freund. Ja, geh nur auf Distanz. Das ist eine prima Sache. Ah, nee, das ist der Spiritus. So, mal schauen, wie präzise ich damit schießen kann. Okay, da geblockt. Ah, okay, man kann aber nicht so oft mit dir schießen. Das ist zeitlich nicht drin. Oh. Ich weiß nicht, ob ich die gut finde. Also, wenn ich dies behalten darf, dann kein Plan. Also, die macht ja... Wow. Sexy ist sie schon ein bisschen, ne? Aber der Schaden, den sie machen kann, ist ja wirklich hart. 2000 mit dem Schuss auf die Distanz. Ich meine, gerade gegen nahkämpfende Gegner kann es ja wirklich... Holla, das kann gut reinhauen. Nachtaufnahme. Nein, nicht Nacktaufnahme, Nachtaufnahme. Hey, thanks a lot for your help. You all managed to save my goats. What was with those guys anyway? They were weird, and they all used magic. Yes, they had the ability to use magic, which means that they must be terminally ill, doesn't it? But why on earth would they attack us like that? They had a strange, evil look in their eyes. What? You mean you don't know? That's what happens to people when they use mineral powder for too long. What? You mean, if you keep using mineral powder, you might end up like those guys? But lots of people in Retardando are using it. That's why floral powders aren't selling. So that's it. The mineral powder. I knew something fishy was going on. It's been bugging me for a while, and now I get it. Huh? What do you get? Come on. Think for a minute, Beat. Why do you think mineral powder is the only thing that's not taxed? Well, that's an easy one. It's because Count Waltz is doing something nice for his people. No, dummy. You can't see things for what they are because you're always looking through that lens. Listen, try again, and this time, think about it more. Isn't it strange that mineral powder is the only thing that's not being taxed? Yeah, I guess. But that's okay. Because since mineral powder is so cheap, it can help lots of people. True. Mineral powder does cure most illnesses, but it has some very serious side effects. Mineral powder is actually closer to a poison. It drives people mad and eventually can lead to death. You saw it for yourselves. That's horrible. Well, grazing time is over for today. Hey, why don't you all stop by my place for a while? It's not very far from here at all, so come on. My name is Viola, and this little guy over here is my partner, Arco. Oh, how cute! So mineral powder's a poison. But there must be more to it than that. Some reason for their wanting to distribute it amongst the people. What could Count Waltz's real objective be? That's what I'd like to know too. He cannot possibly want to kill all of his own subjects, can he? Who knows? I've heard that there are lots of dark rumors about the Count. But if he wanted to kill his own people, there are easier and faster ways to go about doing it. Now wait a minute. Maybe he doesn't know about the side effects of the mineral powder. Is it really possible that he doesn't know? I'm not sure. I mean, mineral powder has its uses, but just because it's useful doesn't mean that it's good. Those involved might not realize what's wrong until it's too late. Unless someone does something about this soon, there won't be anything anyone can do to stop it.
And since we can see what's going on, it's up to us to let them know. They like how convenient it is so much, they don't see the danger they'll face later. I see. People might notice that something isn't right, but they can't bring themselves to give it up because it makes life easier for them. It's true what they say. The longer you wait, the harder the cure. Regardless of whether Count Waltz knows or not, I don't see any other option than to go to Forte Castle. Once there, we may learn more. If possible, we should try to meet with the Count in person and discuss his intentions directly. You guys are really something. I'm actually starting to believe you'll be able to make a difference. And since